Zum ersten Mal seit 14 Jahren wieder dabei. Das ist die Schlagzeile beim Deutschen Schachbund zur Frauenmannschaftsweltmeisterschaft, die am heutigen Montag beginnt. Das mit den 14 Jahren, das hängt damit zusammen, dass die deutschen Frauen international, naja, eher die zweite oder dritte Geige spielen und darum bei Weltmeisterschaften eher nicht vertreten waren. Wir haben ja die Elisabeth Pätz, die ist erweiterte Weltklasse und dahinter ist halt eine große Lücke. Und insofern, wenn es dann um die Mannschaft geht, da fällt es den Deutschland immer ein bisschen schwer, ein schlagkräftiges Team zusammenzustellen. Mal abseits von diesen 14 Jahren finde ich bemerkenswert, dass wir heute das erste Mal seit 2 Jahren wieder eine deutsche Nationalmannschaft am Brett sehen. Es war ja lange Corona-Pause und es gab gar nichts. Und das ist jetzt das erste Mal seit der Mannschafts-Europameisterschaft 2019, dass wieder eine deutsche Nationalmannschaft spielt. Und dann gleich bei einer WM, das ist toll. Okay, es gab zwischendurch den Metropa Cup, den sogenannten, aber da spielt eher eine Nachwuchsmannschaft, die firmiert dann auch als Nationalteam, aber den lassen wir mal nicht so richtig gelten. Naja, und jetzt warten erstmal richtig heftige Brocken. Es werden jetzt Vorrunden gespielt im Schnellschach. Und wenn wir uns mal die Vorrundengruppe angucken, in die die Deutschen geraten sind, das ist übrigens die Aufstellung. Hier sehen wir auch noch die Gesichter. Die sollte ich vielleicht noch zeigen. Ne? Das ist die Mannschaft. Die unterscheidet sich von früheren Mannschaften dadurch, dass sie wirklich nur aus relativ jungen Kaderspielerinnen besteht. Also so Anfang 30 ist noch erlaubt, aber darüber dann eher nicht mehr. Das war nicht immer so, weil in der deutschen Rangliste ja die, ich sag mal, die alten Meisterinnen, die lassen sich nicht einfach so überholen. Insofern ist das schon auch ein Zeichen, dass hier eine neue junge Mannschaft spielt. Elisabeth an 1 ist klar. Und ja, dann kommt dahinter halt eine ganze Reihe von etwa Gleichwertigen. Entschieden hat sich der neue Bundestrainer der Damen, Juri Jakovic, der jetzt auch als das erste Mal das Team verantwortet. Für Elisabeth Pätz ist klar, Josefine Heinemann, Hanna-Marie Kleck, Jana Schneider und Melanie Lubbe. Bei Heinemann und Lubbe vielleicht denjenigen bekannt sind, die gelegentlich bei Chess24 zugucken. Da sind die ja regelmäßiger Teil des Programms. Ja, und die bekommen es mit einigen Schwergewichten zu tun. Die Russen zum Glück nicht. Denen gehen die Deutschen in der Vorrunde noch aus dem Weg. Aber die Ukraine mit den beiden Mutsitschuk-Schwestern. Wer sich im Schach ein bisschen auskennt, der weiß, Anna und Maria Mutsitschuk, absolute Weltklasse, beides Top-Ten-Spielerinnen. Und es geht dann dahinter so weiter. Die Ukraine ist riesig stark. Kasachstan, okay, zumindest an den ersten 2 Brettern, die dahinter sagen mir nicht so richtig was, das kann ich nicht richtig einschätzen. Georgien ist sehr, sehr stark, auch da werden wir wahrscheinlich nichts zu bestellen haben. Georgien ist ja eins der wenigen Länder, in denen Schach noch mehr Frauensport ist als Männersport. Und das schlägt sich dann natürlich auch in der georgischen Rangliste nieder. Und ja, Georgien wird wahrscheinlich eine Nummer zu groß sein. Aber sie müssen unter diesen 6, müssen sie unter die ersten 4 kommen, um ins Viertelfinale zu kommen. Und das ist eigentlich ein schönes Ziel. Wird auch kein Selbstläufer, aber das ist machbar. Und ja, sich das als Ziel zu setzen und es dann zu erreichen, das wäre doch ganz schön, denn die Frauennationalmannschaft hat zuletzt alles andere als geglänzt und so kleine Erfolge täten denen für den Anfang jetzt mal nicht schlecht. Und der Anfang besteht ja auch darin, dass sich der Gerry Hertneck, der neue Leistungssportreferent, jetzt gezielt die Frauen vornimmt und sagt, ich will jetzt die Lücke hinter Elisabeth schließen und wir müssen das Ganze ein bisschen harmonischer kriegen, wir müssen mehr Frauen in Richtung 2400 kriegen, um dann eben auch mal mit so einer Mannschaft anzutreten, die nicht nur am ersten, sondern an allen Brettern mit der Ukraine oder Georgien konkurrieren kann. Und das ist ein gewaltiges Projekt, was er sich da vorgenommen hat, denn wenn man so ein bisschen in die Vergangenheit zurückguckt, das war hier nach der Olympiade 2018, da beherrschten dann ganz andere Themen die Nationalmannschaft. Da ging es um Mobbing.
Das war vielleicht aber auch ein Generationenkonflikt. Wir sehen hier die Soja Schleining, die geht jetzt auf die 60, die ist aber immer noch eine der besten deutschen Spielerinnen. Da scheint jetzt der Schnitt gemacht worden zu sein, dass jetzt nur noch jüngere Spielerinnen nominiert werden. Solche, die im Kader sind, über 40, ist man nicht mehr im Kader. Sodass sie und einige andere jetzt nicht mehr dabei sind und dass es da dann vielleicht auch keinen Stress geben kann. Damals hatten sie auch einen sehr, sehr jungen Coach, den Jonathan Karlstedt, dem vielleicht da so ein bisschen die Erfahrung fehlte, die Damen zu befrieden. Und sie haben natürlich die Elisabeth mittendrin, die auch selten die Gelegenheit auslässt, öffentlich auszutreten nach anderen, wenn ihr irgendwas nicht passt. Und das hat sie jetzt auch zuletzt im Juni wieder getan. Da gab es einen Rundumschlag, bei dem wirklich dann alle fällig waren. Ich denke, Gary zitiert, ich hoffe, dass die größten Konflikte der Vergangenheit angehören. Tja, und dann gab es ein Interview mit Elisabeth und da ging es dann gleich wieder rund, weil dann halt gleich mal alle fällig waren. Allen voran ihre Kollegin Sarah Papp, die Sprecherin der Frauen, auch Frauengroßmeisterin, die jetzt nicht nominiert ist. Aber zum Beispiel hat auch Melanie Lubbe zweimal einen mitgekriegt, die jetzt Teil des Teams ist. Und ein harmonisches Team rund um Elisabeth zu bauen, das ist, bevor es dann sportlich interessant wird, wahrscheinlich die vordringliche Aufgabe der Verantwortlichen. Das ist der Juri Jakovic, den sehen wir hier auch, Juri und seine Power Girls. Und das ist der Kevin Högi, der Sportdirektor, der wird auch mitfahren nach Spanien zur Frauenweltmeisterschaft. Naja, es geht am heutigen Freitag um 13 Uhr geht es los. Ich glaube, es ist noch gar nicht ausgelost, oder? Ich weiß jedenfalls gar nicht, gegen wen die in der ersten Runde spielen. Doch, es müsste schon ausgelost sein. Auf Schachdeutschland TV wird es auch live kommentiert von Gunni und von Nils Müller. Der sagt mir nichts. Da sind wir mal gespannt, wer das ist. Die Partien werden doch auf den üblichen Seiten wahrscheinlich live übertragen. Links dazu reiche ich noch nach. Ich habe eben mal geguckt. Es gibt noch gar keine auf Chess24 und auf Chess.com. Das wird wahrscheinlich heute im Laufe des Tages auch entstehen. Und dann drücken wir mal die Daumen, dass unsere Mädels dann am Donnerstag im Viertelfinale sind. Wir bleiben natürlich dran. Für den Moment vielen Dank fürs Zuschauen.